Ich habe nämlich den Aktivator, Kollege. Und da ist noch genug drin. Guck mal hier, das muss jetzt hier Was so... Was jetzt aber ordentlich gegeben, Junge. Die Scheiße schon wieder auf. Das muss jetzt da so in das die Ecke. Das Ding ist zweimal an der gleichen Stelle abgebrochen. Da fliegt der Sack weg. Ist das von selbst abgebrochen? Ich muss mich beeilen. Der Kloß kommt gleich. Von alleine ist das abgebrochen. Der Original-Zwerg, Junge. Junge, einen echten Zwerg im Bunker. Das ist der Originale, Junge. Oh, Alter, da bin ich echt gespannt. Mega. Festgelegtes Skript. Ja. Ja. Hi! Nein, so nicht. Haben wir eigentlich eine offizielle Begrüßung jetzt? Eine Wasteland Begrüßung? Ja. Nee, nur die Schwule, aber die haben wir ja schon ganz lange Welche nicht mehr war das? So, hey, yeah, Wasteland. Ah, hey, aber, yeah, Wasteland. Aber das ist auch besser, wenn man das nur zu zweit macht, weil man braucht ja auch Platz. Ja, wäre so. Auch voll blöd, jetzt vor ihm irgendwie so voll. Ja, so ganz komisch. Und steht so, nur so. Ist eh schon die ganze Zeit so, Alter, die labern hier die ganze Zeit immer eben eine Kacke. Und ich denke mir immer so, was wollen die eigentlich die ganze Zeit? Und jetzt auch noch so. Ja. Ich habe das die ganze Zeit auch aus den Augen, aber hier linke Auge habe ich dann immer hier so, ne, Augenwinkel beobachtet. Er ist auch etwas nervös, hat er gerade gesagt. Ja, aus Gründen. Aus Gründen. Ein bisschen. Nein, also jetzt hier Fickfack hin und her, alles ganz lustig. Wir haben heute einen Gast. Und zwar den lieben Dennis. Jetzt habe ich nämlich eine Frage. Der Daniel aus dem Berlinski-Laden, der heißt ja auch K-O-O. K-L-O-O-S, ne? K-L-O-O-S. Das hat mich übrigens auch gewundert. Genau, weil er sagte, er heißt Klos. Oder hast du Klos? Super, nein. Klos. Und ist ja auch, also phonetisch glaube ich heißt es richtig, also 2 O wäre ja auch O. Genau. So, ne? So wird er auch geschrieben, aber der sagt, der heißt Kloss. In dem Laden hat er uns noch zur Sau gemacht. Genau, sagt er so, Herr Kloss, ist was Kloss. Ist denn jetzt mal hier, ich möchte hier was erwerben in diesem schönen Geschäft. Zeigen Sie mir doch mal Ihre Ware, Herr Kloss. Und dann kam, von da ganz weit weg kam, ich heiße Kloss. Ja. Obwohl der auch so geschrieben wird. Interessiert euch total nicht, aber egal, so haben wir schon mal wieder 3 Minuten mehr Band. Geil. Mega. So. Bro, was läuft denn hier ab? Oder beziehungsweise erstmal hier. Dennis, wie kommst du denn dazu? Ja, genau. Jetzt vorstellen. Musst du dich hier vorstellen, was sind deine Hobbys? Nein. Aber bitte ein bisschen schnell, nicht immer so viel Zeit verlabern. Ja? Ich bin 1,79 Meter groß. Ich liebe Spaziergänge am Strand und Sonnenschein. Er ist 2 Meter groß, wie man sieht. Ja. Zwerge. Boah, wieder die geilsten Knaller hier, oder, Daddy? Das geht immer, immer, immer richtig ab. Oh ja, den, oh Gott. Ansonsten gibt es hier viel zu sagen. Ich bin hier. Oh doch, es gibt tatsächlich noch was zu sagen, weil du bist ja nicht einfach hier, sondern du bist extra. Ich bin extra nur hier für euch. Ja, aus Junge. München hierhin. Geil. Ja. Weltstadt mit Herz. In die Weltstadt mit Hirn. Ja. Moment, hier wäre ja mehr München. Nee. Weil Herz sagt man ja mehr Ruhrgebiet. Richtig, genau. Also vom Hirn ins Herz. Ja. Du kommst aber aus dem Herz. Aus dem wunderschönen Duisburg. Genau, ist eigentlich in der Ruhrpoldassel. Ja. Und ich habe ihn kennengelernt vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Hast du mich mal angeschrieben? Ja, richtig. Halbes Jahr ungefähr. Mega. Genau. Und dann haben wir auch direkt mal telefoniert. Ja. Und war direkt eine Wellenlänge und wir haben Spaß gehabt. Und dann haben wir die ganze Zeit immer, muss mal hochkommen. Ja, ist so weit weg. Jetzt ist er endlich da. Ihr merkt also, Leute, zuerst Fernbeziehungen und jetzt auch einfach mal konkret. Ja. Geile Nummer. Ja.
Aber vor allem, ja, was ich geil finde, ist... Das Herz geht auf. Schon wieder das Herz. Was ich super geil finde, ist, extra hingekommen, jetzt endlich mal, geil zum Battle Report. Und wir zocken jetzt hier nicht Irgendwas? Irgendwas. Auch nicht hier jetzt irgendwie hier Warhammer oder so. Nein, nein, nein. Sagen wir zwar auch ungefähr jedes Mal. Enden, aber nein, der hat so ein Static. Okay. Aber hier, Jungs. Mega. Es geht wieder ins Wasteland. This is not a test. Und das auch echt jetzt mit jemandem, der sich das einfach mal echt reinziehen will, mal gucken will, sagen will, boah, ich habe mal Videos gesehen, alles geil und so, aber wir müssen das einfach mal zocken. Ja. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich lasse mich hier berieseln, belabern und... Berieseln sowieso? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir waren ja auch schon ein bisschen dran, ne? Wir haben schon geile Warbands. Ja, aber hallo. Ja, geile Typen. Ja, geile Mama. Noch nicht so viel verraten. Nee, weil wir machen natürlich, ihr wisst das ja, ne, so normale Vorstellung. Nebenher muss ich noch ein bisschen überlegen, was ich mache, weil wir werden nämlich spielen, die zwei spielen zusammen eine Warband, also eine richtige, echte Warband, auch ganz regelkonform. Na okay, fast ganz regelkonform, wenn wir nämlich zwei Reliktwaffen haben, erzählen wir euch aber gleich. Aber im Prinzip ganz orientiert am Regelbuch. Wir spielen allerdings, wir wollten zuerst ein Szenario spielen, komplett aus dem Regelbuch, damit ihr einfach mal seht, okay, so funktioniert zum Beispiel Pest Control oder so. Machen wir jetzt aber doch ein bisschen anders, denn es wird so laufen, dass ich mehr oder weniger so etwas wie NPCs habe, die auch spawnen, aber ich spiele die wie eine Warband, also auch mit Aktivierung und so, damit es hier richtig abwechselnd geht und damit der Dennis auch einfach mal so eine Übersicht hat, so aus einerseits sich am Regelwerk orientieren, aber auch schon ein bisschen hier und da mal ein bisschen Custom machen, weil bei uns geht das nicht ohne Custom, Junge. Und wir haben auch eine kleine geile Story wieder. Ja. So, das ohne geht ja bei uns nicht einfach nur so bam, bam, bam. Nein. Gute Charaktere. Auch altbekannte Charaktere. Teilweise, natürlich. Ganz altbekannte Charaktere. Seit vielleicht Jahren. Schon 2 Jahre kennt man sie vielleicht. Möglicherweise, ja. Es ist auch heiß hier. Ist ja das Wasteland, Junge. Und auch immer, weißt du, dann stehst du da rum. Das kommt immer noch keiner vorbei. Kommt auch keiner. Es kommt keiner vorbei. Okay, so. Genau so. Dann mache ich jetzt hier mal ein bisschen schön Warband vorstellen. Und wir können die Warband vorstellen und dann Spielfeld. Ja, und dann... kommt Demi auf und sagt euch, wie es denn wirklich abgeht und was wir hier noch so mit eingebaut haben, weil wir haben nämlich wieder den Nebel des Grauens eingebaut. Säurewolke. Säurewolke diesmal. Also nicht Gas, Giftwolke. Wir gucken gleich, welche genau, weil es gibt unterschiedliche Wolken. Aber ja, das ist irgendwie cooler mit so ein bisschen. Man kann das ja am Anfang der Mission immer auswürfeln, ob jetzt hier Wasteland-Tiere mitspielen, ob hier so wie heißen die Dinger? NPCs. Ja, aber wie heißt sowas? Umweltfaktoren irgendwie eine Rolle spielen? Ob da irgendwo ein Gebiet verstrahlt ist? Nenn es doch einfach Umweltfaktoren. Ah ja, okay. Also, wir spielen hier auch mit einem Umweltfaktor, aber wir haben hier nicht ausgewürfelt, sondern wir nehmen jetzt einfach nochmal wieder so eine Giftwolke, die hier so durchs Land wabert. Ja. Und alle irgendwie nervt. Genau. Vielleicht. Armeevorstellung. So, meine Freunde, und da starten wir direkt mal hier mit unserer Warband, die vom Dennis, unserem Gastspieler heute, und mir, der Pfeife. Unser, unser Leader in der ganzen Truppe, das ist nämlich der Bandit King, das ist nämlich der Bernd. Der hat sich abgesetzt letztes Mal von den Gruppen... Massaker, ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall aus dem Bedweb oder dem Szenario Straße des Grauens war es, ne? Nee, Schlachthaus des Grauens. Straße des Grauens war noch davor. Schlachthaus des Grauens, genau, mit Dr. Hans Folter, wenn ihr euch dran erinnert. Da war ja Bernd und der stand hier da in der Tür und hat Welle um Welle an Zombies weggeklatscht und hat den anderen die Zeit verschafft, sich da halt zu verpissen. Auf jeden Fall, der hat jetzt selber eine Band gegründet, eine Warband. Und das ist hier in dem Fall der Leader. So, die
Skills von dem, muss ich gerade mal hier nochmal gucken, das ist hier schon das Richtige. Der Bro hat es geschrieben, ich kann es nicht lesen. Lehrerschrift. Die Werte, Move 5, Melee 6, Range 6, Strange 6, in Klammern plus 1, weil Brute, also groß und stark. Und dahinter nochmal plus 2, wie war das nochmal? Schwere Waffe. Genau, hatte eine schwere Waffe, wie man sieht, ausgerüstet bekommen. Deswegen, also nicht plus 1 und nochmal plus 2. Oh doch, echt? Insgesamt mit Stärke 9 haut er zu. Alter. Ja, Junge. Oh geil. Das ist der Bernd, der ist auch ein bisschen stärker geworden seit letztem Meister. Klar, weil und, der jetzt ja auch der Leader ist. Ja, und irgendwie, wodurch hat er denn auf einmal hier sein Mindskill bekommen? Weil ich meine, damals hat er noch versucht, hier zu überreden. Er hat es, glaube ich, auch sogar geschafft, weil der Leader aus der vorherigen Nummer da bei Schlachthaus des Grauens hat es ja erstmal nicht geschafft, um rauszukriegen. Das hat er dann bestätigt quasi ja auch und er ist gewachsen daran. Ach so, also es ist eigentlich eine Sache von innerer Stärke und über sich hinauswachsen. Ganz und genau. Er leidet auch nicht mehr unter irgendwelchen Selbstzweifeln. Nee. Und ich glaube auch, er durchblickt auch Dinge. Das kann sein, dass er vielleicht nicht der Schlauste ist. Das ist aber nicht so schlimm, weil, Junge, der... In den richtigen Momenten hat er ab und zu dann richtig, so... Richtig, die zündende Idee. Geil. Mega. So, jetzt wieder dunkel, dunkel, hell, hell, hell. So. Ja, das ist auf jeden Fall der Bernd mit Metal 7 noch, genau. Ausgestattet haben wir ihn, wie gesagt, mit der großen Zweihand-Axt. Der hat die Skills einmal Brute, ne? Plus 1 auf die Stärke nochmal. Oder ist das der hier? Das das ist der Strange. Also, genau, vergesst das. Ne? Nochmal hier der Wert. 6 plus 1 plus 2 macht 9. Mega. Dann, Fear of Reputation. Oder Fearful Reputation, weil der Fearful, hat, man hat inzwischen gehört, dass er mega eindrucksvoll und so ist. Und das bedeutet, wenn den jemand angreifen will im Nahkampf, dann muss er erstmal einen Willenstest ablegen, ob er das überhaupt schafft. Denn wenn nicht, kann er zwar eine alternative Aktion machen, aber angreifen kann er in der Runde nicht mehr. Weil er so geil drauf ist. Ja, und so furchteinflößend und so. Genau. So, dann ist er noch Tracker. Das heißt, er hat einen unheimlich geilen Skill, um durch schwieriges Gelände durchzurabbeln. Das werden wir euch dann erklären, wenn es soweit ist. Den hat er gekauft, eine Riot Armor. Das ist eigentlich die gute. Ja, also das Problem ist, es gibt eine Armor, die gibt nur plus 1 auf Nahkampf, eine plus 1 auf Fernkampf. Und die Riot Armor ist die erste, die gibt plus 1 auf Nahkampf und auf Fernkampf. Eigentlich ist eine Riot Armor so ein fettes, gepanzertes Viech schon, aber der hat das irgendwie so unten drunter an und so und es ist der Leader, der muss schon ein bisschen, der läuft ja nicht in Scrap Armor rum, Junge. Geht ja nicht. Genau. Ja, und die Heavy Weapon. Das war er. Dann hier, schaut mal. Juhu, wen haben wir denn da? Das war mal Bertha. Bertha. Im heiligen Sanctus. Genau, auf der Straße des Grauens. Richtig. Da war sie nämlich her. Da war sie auch nicht der Leader. Doch, sie war der Leader. Nee, sie war der zweite. Leader war die Nonne mit der Plasmapistole. Richtig, sie war quasi die zweite, also sowas wie erste Lieutenant. Genau. Keine Ahnung. Hat sich irgendwie auch abgesetzt, keinen Bock mehr gehabt, weil Bock auf Schwänze auf einmal oder was weiß ich hier, weil alles irgendwie. Keine Ahnung. Hat sich abgesetzt, hat sich dem Bernd angeschlossen, weil. Hat sich belabern lassen quasi von ihm, obwohl er nicht ganz hell ist, aber. Bertha ist halt das noch weniger helle. Ja. Aber hier, also es ist Bertha, weil wir haben sie noch nicht benannt. Also es ist tatsächlich Bertha, die wir schon mal gesehen haben. Ja, aber so, aber sie hat sich ja einen anonymen Namen geben lassen, weil sie denkt, da kannst du besser untertauchen. Okay, wie heißt sie denn jetzt? Bertram. Oh, das ist auch sehr geil dazu, ja sicher. Also Bertha ist Bertram geworden. Ja. Hat aber die Klamotten auch so nie einer drauf. Nee. Auch wo sie so aussieht, kann man auch, ne, so Leute laufen ja ständig irgendwie rum. Genau. Geil. Ist auf jeden Fall hier die linke Hand oder die rechte Hand, wie man es sehen will, von Bernd. Man munkelt ja sogar, es ist sogar vielleicht die Mutter von Bernd. Weil gleiche Axt so irgendwie dabei, auch powerful.
Vater irgendwie abgehauen. Was hat sie, also die war ja eh schon immer ein bisschen schräg drauf, das habt ihr ja hier bei der Straße des Grauens gesehen. Also passt Alter ja eh würde so, auch passen. Alter würde passen, war ja auch nie so wirklich so nonmäßig drauf, ne? Immer ein bisschen exhibitionistisch so mit diesen Badeschlappen. Ich muss immer wieder, aber guckt euch diese Füße an, was ist da passiert, Alter? Diese Hände. Und die Brille hier, mega. Boah, die Fresse, guck mal hier. Das sieht man ja jetzt erstmal. Boah, die ist geil. Auf jeden Fall, Bertram. Von den Skills und so ist sie nämlich ziemlich ähnlich wie der Bernd, deswegen, das könnte schon hinkommen. Nur, dass sie damp ist, also nicht so helle. Weil sie wurde gewählt als eine Brood. Also das ist immer so verwirrend bei den Raidern. Also sie ist eine Brood und hat auch als Skill Brood. Weil das festgelegt ist und Damm ist auch festgelegt und Bully. Also sie ist einfach ein ziemlich, kann ja schon ein paar Leute weghauen, ne? Ja, ist ein Kampfknubbel. Move 6, Mili 7, also ein mehr als Bernd. Ranged. Ranged ist 4. Strange ist 6 plus 1 plus 2, da sind wir wieder bei dem 9, also voll mega auf die Power-Olle. Und dann haben wir nochmal Metal von 6, ein weniger als der Bernd. Naja. Scrap Armor hat sie, also ein gegen Nahkampf. Und die Heavy Weapon. Dann haben wir hier den, ich glaube es war Detlef oder Gerd. Ja, das war. Das war Gerd, ne? Ja, Detlef war er. Nee, das sind andere. Also warte mal, wir müssen die Reihenfolge richtig machen, richtig, denn er ist der Nächste. So, denn das ist Raider Günther. Raider Günther ist ein ganz normaler Raider. Man hat nie sein Gesicht gesehen. Er hat schon immer eine Gasmaske aufgehabt, die er natürlich auch gekauft bekommen hat. Eine Scrap Armor gegen Nahkampf und die Shotgun. Mehr hat er nicht. Move 5, Midi 4, Range 4. Du merkst das nicht, das soll so ein wiederholender Klassiker werden. Ja. Geil? Oder? Nee, ist total geil. Strange 5 und Metal 5. Mehr nicht. Dann Tippi. Das ist nämlich von Günther, der Hund. Ja. Bei, also als Eintrag in dem Buch oder bei der Warband ist es ein Mongrel. Das ist eigentlich irgendwie so ein Tier, was die irgendwie aufgezogen haben. Vielleicht auch irgendwo geklaut, man weiß nicht, sind ja Raider. Wie ist es in seinem Fall? Der ist schon lange mit dem... Der war auch Snicker. Wieso? Wie die Gasmaske war auch er schon immer da. Ja. Man weiß nicht warum, aber er war immer dabei. Und er rennt auch immer. Also auch wenn nichts zu tun ist, rennt er auch immer um den Günther rum. Sehr geil. Warum, weiß man auch nicht. Ich glaube, der hat sich irgendwie mal bei so einem Scrap-Pile durchforsten, ist er irgendwie in so einen Adrenalinspritzenvorrat reingekommen und seitdem dieser Vorrat lag in der Nähe von einem atomaren Fallout-See. Deswegen läuft das immer weiter. Immer das weiter. Macht Sinn, ja. So. Deswegen hat er auch, kennt man ja von den Mongols inzwischen, ist so ähnlich wie bei allen Begleitertieren und so, Move 7, weil der halt immer rennt. Immer rennt, ja. So. Gut. So, jetzt kommen wir hier, das war ein übrigens Moment, damit wir da mal so weit sind. Den Leader spielt der Dennis, die Bertram, keine Ahnung, spielt auch der Dennis. Ich spiele den Günther mit Tippi. Jetzt kommt hier der Kollege... Das ist Bob. Raider Bob. Raider Bob. Ja. Ist Raider Bob? Immer schlecht gelaunt, ja, immer scheiß Laune, ja, man sieht es am Gesicht auch und eigentlich ist er total genervt, ja. Warum? Weiß man auch nicht, oder? Der ist einfach, dem geht einfach alles auf den Sack, der ist einfach eine Person, der mit sich und mit der Sache einfach unzufrieden ist. Ja. Und der ist dann auch immer einen anderen aus, der schnauzt nur rum, motzt nur, aber... Verteilt sehr wahrscheinlich auch einfach grundlos Ohrfeigen, ja, einfach ja, so. Ja, der haut den Leuten immer gern so den Nacken auf den Hinterkopf, einfach weil er so batscht, ja, und richtig. Und wenn er richtig genervt ist und dem einen auf den Sack geht, dann geht das immer so klatsch, 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 der immer schön auf den Hinterkopf drauf. Ja, sehr geil. Aber sonst hat er auch nichts. Nee. Vor allem Profil, also auch ein normaler Raider, eigentlich so wie er hier, nur ohne Gasmaske. Richtig. Aber Rest gleich. Aber der Bart war auch schon immer da. Das verbindet, ja, ne? Natürlich. Der funktioniert sehr wahrscheinlich, weil er so dicht ist wie eine Gasmaske. Der filtert. Vielleicht war es mal eine Gasmaske, man und weiß dann es ist nicht. Es irgendwie so... Zerfasert. Ja. Werte von ihm eigentlich genauso wie beim Winter. Dasselbe, ja. Ne? 5, also Move 5, Mili 4, Ranged
4. Strange. Ist das strange? Oh, Junge, komm. Also 5. Ihr wisst schon hier Kraft und so, ne? Metal 5. Mhm. Wir haben Tippi vergessen. Von den Stats, wir hatten nur das mit dem Move vorhin also gesagt. Also Move 7. Melee 6. Ranged. 0. Strongness. Ja, strange ist schon richtig. 6 plus 2, weil... Heavy Weapon als Kau, als Beißwerkzeug und Integral. Also kriegt keine Abzüge dafür. Kann es auch nicht verlieren. Ja. Weil ist ja das Kauwerkzeug. Metal 5. So. Raider Detlef. Den spiele ich wieder. Ist das gleiche, so wie Günther. Alle Werte gleich. Auch eine Shotgun. Auch hier nur diese Scrap Armor. Nichts Besonderes. Dann haben wir dem überhaupt einen Namen gegeben? Das ist Detlef. Detlef? Detlef? Doch, Raider Detlef. Das ist Detlef. Hat eigentlich noch weniger als Günther, auch keine Rüstung und hat auch nur eine leichte Waffe. Also ein ganz billiger Charakter, 23 Punkte oder sowas. Aber jetzt hier, Junge, jetzt kommt der nicht. Der Wrecker. Schack. Und warum heißt er wohl Schack? Na. Könnt ihr ja mal raten. Mit seinem pinken Nunchaku. Der Chuck. Episch. Also ich habe versucht, den Chuck Norris zu machen. Beziehungsweise er meint, er wäre Chuck Norris, weil er in einem Comic-Shop hat er ein, oder im VHS-Kassettenladen hat er irgendwie Video gesehen. Und seitdem will er so sein wie Chuck Norris. Bei den Raiders fand ich ganz interessant, habe ich ja jetzt erst hier mal rausgefunden, hat der Danny mich drauf gebracht, gibt es eine Version, einmal normale Raider, die können normal schießen, sind alles hier halt normal. Dann gibt es aber auch noch die Wrecker, das sind irgendwie geilere Nahkampftypen, haben dafür beim Abzug auf den Range-Wert, wenn ich soweit richtig gecheckt habe. Ja, richtig, genau das. Haben aber dafür einen besser auf den Mini und der 5, der plus 1 war weswegen? Nee, das ist wegen der Waffe. Ach so, ja, genau. Weil vom Profil ist er eigentlich wie ein normaler Raider mit dem Unterschied, den er gerade gehört hat. Also Ranged ist schlechter, aber mit, Melee, also Nahkampf, ist ein bisschen besser. Genau. Aber die Ausrüstung ist ja das, was den Chuck... Richtig, ich versuche es noch wieder gerade zu... Was das hier soll mit dem Melee 1 und so. Nein, Heavy. Heavy Metal Armor? Genau. Echt? Ja, weil... Also er hat ja eigentlich gar keine Rüstung. Aber es ist Chuck. Er ja, super wahrscheinlich, die Story. Wahrscheinlich besteht er aus Stahl. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Junge, da kommt nichts durch. Genau, die Geschichte ist nämlich so. Chuck spricht auch nicht viel. Hat er überhaupt keine Zeit zu. Nein. Und Chuck spricht nicht viel. Er macht aber immer einen Move. Und das ist der, dass er immer... Ich kann es jetzt so schlecht nachmachen. Also... Mit Chaku? Halt mal. Mit Chaku, nun Chaku. Nee, du machst gar nichts, ich mach das hier. Mit Chaku hält er so und er läuft die ganze Zeit. Also immer, permanent. Auch wenn keine Action ist, läuft er immer durchs Westend, nämlich so. Und ist so angespannt. So. Und dann macht er einen Schritt nach vorne. In dem Moment muss er kurz entspannen. So. Deswegen hat er auch einen Abzug auf seinen Bewegungsmove. Ne? Passt sehr gut. Also mit der Heavy Metal Armor, der kann nicht so schnell. Ja, aber das ist ja keine Panzerung in dem Sinne, sondern weil es schon seit jeher so macht. Und der kann auch nicht sprechen. Der macht immer so. Ist dann alles so trainiert, dass Nahkampfangriffe ihm halt fast nichts ankommen. Der ist gestählt. Deswegen, durch das Gestählte, also durch die Heavy Metal Armor, kriegt er sogar plus 2 Defense im Nahkampf. Was ihn zu einem Defense... das ist beim Wrecker offenbar auch noch anders. Er hat nämlich... Nee, ist nicht anders. Egal. Auf jeden Fall hat er Defense 8 im Nahkampf, Junge. Einfach so, weil geiler Typ und... Weil das einfach ab kann. Ja. Ja, mehr gibt es auch dazu nicht zu erzählen, außer dass er eine Reliktwaffe hat. Nämlich, es war mal... Erzählen Sie bitte. Es war mal eine Monofilamentpeitsche. Die es gibt. Das heißt, das ist ja irgendwie so ein super vibrierendes Teil da, was irgendwie mega abgeht und keine Deswegen Ahnung. Deswegen auch rosa. Ja, aber das Teil
Es war ja nicht immer rosa und es war mal eine Peitsche. Es lag irgendwo leicht vibrierend in einem Müllhaufen rum. Da hat sich irgendwie keiner so recht dran getraut. Und wenn sich jemand dran getraut hat, haben die das nicht auf die Kette gekriegt. Das Ding ging immer direkt aus oder irgendwie, man konnte das nicht halten, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall hin, hat es nur gesehen, es war quasi, also man vermutet, es war lieber auf den ersten Blick, weil er kann ja nicht reden. Er war hin, hat ein bisschen gedauert mit seinen Moves so, weil die hatte er da schon drauf, nimmt das Ding in die Hand und auf einmal erschien ein Strahlen um ihn herum und er hat auch quasi schon direkt den zweiten Griff mit da dran montiert, weil ihm klar war... Er war ja vorher im VHS-Laden. Er wusste, wie sowas auszusehen. Und er nur noch das Nunchaku. Richtig. Da hat er es gefunden. Es war kaputt für ihn. Weil er dachte, der Griff auf der anderen Seite wäre verloren gefehlt. Ja, klar. Also hat er da was dran gebaut. Und seitdem hat er das heilige Relikt-Chaku. Ja. Und man darf es auch nicht berühren. Das haben wir gerade nochmal erzählt. Also ja, wenn andere dürfen es nicht. Nee, wenn da einer irgendwie in die Nähe kommt, da dreht er total durch. Da macht er auch ganz komische Knirschgeräusche mit den Zähnen und so. Und macht das bloß nicht. Geh da nicht dran. Vor allem auch noch, den müssen wir auch noch erzählen, wenn er einen schlechten Tag hat. Dann kann man den ja auch ganz leicht hochbringen. Das nehmen die anderen immer gerne auch als Gag. Also zum Beispiel, die sitzen am Lagerfeuer, er move da hinten gerade wieder rum und jemand macht nur die so... Die schicken ihn, ey Chuck, geh doch mal Bier holen. Dann, das dauert zwar ewig, ja, genau. Aber die lachen schon immer, weil das so ein Vollspacko ist. So. Ja, und dann, ne, er da gerade am Bier holen oder ein paar Meter weg und dann muss nur jemand so andeuten, so ganz leicht so, auch in dem Tempo. Und er sieht das immer. Aus dem Augenwinkel oder scheißegal, wobei er gerade ist. Genau, er fühlt das. Und das muss nur gehen. Und dann geht der steil. Dann kommt direkt wieder dieses Knirschen. Er muss sich wieder umdrehen dahin, weil er jetzt schon mal voll auf Hat so einen Tick, ist. Der geht jetzt erstmal wieder zu seinem Chaku. Und dann tun wieder alle nichts, ne? Und tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Bis dahin hat er es auch wieder vergessen. Und dann alle so, ja, was ist denn jetzt mit dem Bier eigentlich? Ja, genau. Und dann dreht er sich wieder um. Ja. Und dann läuft er wieder. Und das geht dann immer so weiter. Es ist quasi ein Running Gag, nur ohne Run, weil es dauert. So. Ja, das ist so läuft das hier. So läuft hier TNT. Also, so. Wen haben wir denn hier? Ein das ist Roboter. Hier. Genau, der wird nämlich wieder gespielt vom Dennis. Genau. Ja. Eigentlich kann der nichts. Aber hat eine auseinandergeschraubte Laserpistole, glaube ich, im Auge, ne? Also als Auge. Exakt, so sieht's aus. Richtig. Exakt das ja. ist es. Ja. Er ist ein Scrapbot, also ein Scrapper-Robot. Das ist relativ günstig von den Punkten bewirkt, weil Roboter weiß man ja vielleicht inzwischen. Also wir müssen auch immer mal dran denken. Wenn man bei der Aktivierung nur eine 1 würfelt, schalten sich Roboter ab. Und dann können die nicht einfach wieder direkt loslaufen, sondern die müssen Intelligenztests machen, um sich selber wieder anzuschalten quasi. Normalerweise kriegen Roboter plus 2 da drauf, er nicht, weil er ist halt zusammengebaut aus irgendeinem Stuff. Und was aber auch sehr geil ist, er hat, also die Stats gehen so, aber er hat Defense 8, weil halt Roboter geile Rüstung und so, ne? Mega. Ich denke mal, der ganze Körper ist auch aus einer... ja, sehr wahrscheinlich aus so einer Überbleibsel aus dem Atomkrieg oder so. Ist eigentlich so eine Granatenhülse. Mit eingesetzter Laserpistole als Auge. Und so ein paar Servomotoren. Ja, klar, völlig logisch. Vor allem immer Servomotoren. Ja, was denn sonst für Motoren, Junge? Die machen auch immer... so. Die laufen ja auch schon eine ganze Zeit. Ja. Geil. Ja, also so sieht's aus. Also das war jetzt mal ganz... knapp und kurz erzählt, was wir mal wieder für eine Top-Warbit hier trotzdem habt ihr noch was vergessen. Nämlich zum einen, wie viele Punkte sind das? Das sind genau, ich weiß es nicht. 401. 401 und drüber, also 400 Punkte Standard. Das geht klar für dich als Gegner. Das geht für mich klar. Mega. Wie heißen die denn? Oh, ja, da hatte der Dennis ja zum Glück eine Wahnsinnsidee. Hatte ich? Ja, wie war die nochmal? Sag doch nochmal. War schön scheiße, er hat nämlich auch noch nicht, glaube ich. Ich wieder verarscht, ja. Keine Ahnung. Berns Banditen. Berns. Oh, geil, ja. Berns Banditen. BB, Berns Banditen. Ja, Berns Banditenbande. Berns Banditenbande. Genau so, Junge. Und die haben auch schon einen Ruf. Ja, sicher. Da weiß man auch direkt so, da kannst du nicht drüber lachen. Das ist so, oh, scheiße, die Banditenbande. Nee, Berns. Triple B, Junge. Berns Banditenbande. Wenn die kommen... Und es ist nämlich damit eine Raider-Warband mit Bandit King als Leader. Also man kann die ja in unterschiedliche Richtungen machen, aber das ist ein Banditenkönig. Ja. Mega.
Das ist aber im Prinzip keine richtige Warband, weil ich mache ja heute so ein bisschen den NPC-Part, aber es sind ja auch nicht einfach nur NPCs, denn es muss ein bisschen Story her. Die Story hier dieser Platte, muss ich direkt dazu sagen, sonst macht es nämlich keinen Sinn, ist nämlich folgendes. Wir haben hier eine verlassene Stadt oder einen verlassenen Vorort. Das hat ja auch einen Grund, weil hier ist zwar, also hier steht alles noch irgendwie rum, man hat auch schon mal was darüber gehört, was genau, das erzählt euch gleich der Pfeife nochmal im Detail, aber Fakt ist einfach, in dieser Stadt lebt eigentlich niemand mehr, außer eine sehr ominöse, eigenartige Trockbande, sage ich mal. Und in dieser Trockbande und bei meinen NPCs sind diese ganzen Sachen hier enthalten. Was das genau ist, sage ich euch gleich. Ich werde die so spielen, als so eine Mischung aus Warband und NPC. Also ich werde am Ende der Runde meiner Gegner immer mal spawnen. Habe ich mir vorhin schon hier ein System zu überlegt und auch aufgeschrieben hier. Es wird nämlich so sein, am Ende einer Runde werfe ich einen W6. Auf der 1 spawnen die Sisters, auf der 2 bis 6 die Trocks. Was genau das ist, zeige ich euch gleich. Dann habe ich noch einen Trock-König dabei und ich habe die beiden Jungs. Endlich kann ich sie einsetzen. Die spawnen aber nicht, sondern die kommen zu festgelegten Zeitpunkten ins Spiel. Und was die Leute hier alle so sind, das erzähle ich euch mal. Ich fange bei den Billigen an und gehe mal zu den Geilen. Billig sind nämlich einfach nur, meine Trocks. Das sind diese hier alle. Ich wollte zuerst noch hier die Men in Black machen, habe ich aber nicht. Deswegen, das sind einfach alles nur Trocks. Ganz normale Trocks mit dem ganz normalen Trock-Profil. Was da ist? Move 6, Melee 5, Range 3, Strength 6, Metal 5, Defense 6, glaube ich nur. Oder Defense 7, muss ich gleich nochmal gucken. Alle ausgerüstet mit einem Light Weapon. Und alle haben die Sonderregel Pack-Mentality. Das heißt, wenn ich die aktiviere und innerhalb von 3 Zoll steht noch einer, kriege ich plus 1 auf Metal. Wenn ich innerhalb von 6 Zoll zum Trock-König bin, kriege ich plus 2 auf Metal, auf den Aktivierungswurf. Sie sind tageslichtsensitiv, das heißt, irgendwie solange es Tag ist, kriege ich einen Abzug auf, aber ich glaube nur Ranged, und wenn es Nacht ist, kriege ich einen Bonus, oder in Gebäuden kriege ich dann auch den Bonus. Ist aber relativ egal, denn niemand bei mir hat Schusswaffen oder Steine oder so zum Werfen, sondern ich habe alles nur auf Nahkampf. Das ist eine Vorgabe von diesen, aber dazu kommen wir gleich. Etwas besser als die Trocks sind die Trock Sisters, und jetzt kommen wir nämlich auch zu Namen, habe ich nämlich auch. Die Trock Sisters sind nämlich Wendy, Mandy und Lizzie. Die sind im Prinzip vom Profil wie ein Trock, aber haben Movement einen schlechter, dafür Defense einen besser, nämlich 7 statt 6, und sie sind bewaffnet mit Heavy Weapons. Natürliche Weapons, Natural Weapons, sie bekommen keinen Abzug dafür, es sind einfach ihre Fäuste. Sie hauen einfach zu fett zu, wie sie auch sind. Sollten die spawnen alle drei auf einmal, weil sie gehören zusammen, es sind die Trock Sisters. Aber es ist halt relativ unwahrscheinlich, dass sie spawnen. Über ihnen steht der Trock King, Name Schulz. Der Trock King hat als Profil Move 6, Melee 6, Range 3, also relativ schlecht nur, Strength 6 plus 2, weil er nämlich eine Heavy Weapon hat, Metal 6. Defense 7, 2 Lebenspunkte, und er hat die Sonderregel, er ist nämlich der King der Trocks, King of Trocks. Er gibt halt allen Trocks innerhalb von 6 Zoll um ihn herum plus 2 auf ihren Pack-Mentality-Wert. Das heißt, die aktivieren immer um plus 2 besser. Dann hat er halt ein Heavy Weapon als Natural, also auch seine Mega-Fäuste, weil er haut einfach alles zu Klump, kein Problem. Er hat die Sonderregel Bully und Flurry of Blows. Bully ist ähnlich wie bei den anderen Typen von der anderen Warband, plus einen auf Stärke, das heißt, er hat sogar Stärke 9. Und, habe ich noch nicht hingeschrieben, hat er aber. Und er hat keine Nachteile durch die schweren Waffen, hat er eh nicht, weil natürliche Waffen. Und Flurry of Blows ist, immer dann, wenn ich eine Nahkampfattacke mache, auch wenn es nur eine ist in der Runde, kriege ich noch eine dazu. Die wird dann aber mit um einen verringerten Milliwert abgehandelt. Kennt man doch von deinem Pike-Packe-Poke. Poke-Karte-Pekel meinst du? Ja. Von dem Roboter. Ja klar, mega. Das ist der trockige Schulz. Und man könnte ja meinen, wenn das ja hier statt der Trocks Fragezeichen ist, dass er hier der Boss ist. Er haust auch da hinten in seiner Höhle. Deswegen ist auch sein Spawnpunkt festgelegt. Der Zeitpunkt auch. Aber er ist hier nicht der Leader, sondern
die beiden Psychic Husks mit dem Namen Al und Falfa. Also zusammen Al-Falfa. Es ist nämlich so bei den beiden. Die zwei sind quasi eine Einheit. Und ihr seht es, die können nicht wirklich reden, aber man hört sie die ganze Zeit reden. Immer. Also wenn man in einem gewissen Bereich davon ist, dann hört man die immer reden. In Gedanken oder wie auch immer, immer in ganz klarer, deutlicher Sprache. Jetzt ist das Problem nur, die reden immer. Weil. Moment, das kam noch nicht klar rüber. Was kam nicht klar rüber? Die können nicht reden. Die können nicht reden. Du sagtest nur in Gedanken. Also, die haben so eine Aura um sich. Mhm. In einem gewissen Radius hast du die dann wie Stimmen in den Kopf. Du kannst dich dem nicht entziehen. Ja. Also du trittst in den Kreis und schon geht das los mit dem Gelaber. Ja. Sofort klar und auch alles. Nicht erst leise und so. Nee, sondern sofort los. Und das ist geil. Wenn du dann wieder einen Schritt rausgehst, ist wieder Ruhe. Dann gehst du wieder da rein, dann geht das direkt so, wieder los. Das checkst du auch nicht. Weil als wenn du an deinem Ohr ist, dann gehst du rein und so. Was ist los hier? Ja. Ist auch wirklich schwierig für dich selbst, weil du meinst nämlich immer, du musst da drüber reden, weil es ja so laut ist. Ja. Ist auch sehr geil, wenn du mit einem redest, der genau außerhalb des Bereichs ist. Dann brüllst du nur noch da rum, kommst aber nicht dagegen an. Du hörst die immer lauter und die anderen immer, Alter, was will der? Was brüllt der so? Richtig geil. Ja. Der halt, ne? So. Geh da lang! Und der draußen so, Alter, was ist mit dir? Ne? Und Alter, geil. So, das ist genau das. Und was die beiden reden, ist unterschiedliches. Aber sie diskutieren immer und immer wieder die gleichen Sachen. Es gibt manche Sachen, die müssen nun mal öfter diskutiert werden. Problem bei den beiden, das läuft wie in so einer Schleife. Und pausenlos, Tag und Nacht, die schlafen auch nicht, es läuft immer. Weil sie bestehen halt nur aus Hirn. Also ein Teil schläft immer und der andere macht weiter. Auf jeden Fall wird immer nur diskutiert und gesprochen. Das lenkt die Gegner möglicherweise ein bisschen ab. Dazu, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, wird es noch eine Sonderregel geben, dass es nämlich -1 auf den Aktivierungswurf wird, wenn man in der Aura ist. Das werde ich gleich aber noch genauestens aufschreiben. Ich sage euch erstmal, was die eigentlichen Regeln von den Psychic Husks sind. Das Profil ist so nicht wirklich stark. Move 5, Melee 4, Range 5, Stärke 5, Metal 5, Defense 7, ein Lebenspunkt jeder nur. Aber die sind einmal oblivious, das heißt, sie bestehen alle alle Willenstests, die es gibt, bestehen sie automatisch, ist keine Ahnung wofür, weiß ich nicht. Sie haben als psychische Fähigkeit, denn es sind sowas wie Psioniker, einen Psychic Bolt, das ist sowas wie so ein Psi-Blitz oder so, den die schießen können. Und sie kriegen in jeder Runde eine andere Psi-Kraft noch, nur für diese Runde, die sie einsetzen dürfen. Das heißt, man würfelt mit einem W6 auf der Psi-Kräfteliste, darf diese Kraft dann einsetzen und zusätzlich dann noch eine Aktion machen oder eben nochmal den Psychic Bolt schießen. Das ist deren Sonderregel. Und die zwei, die haben mir das Sagen. Und die haben halt auch, weil sie eben die ganze Zeit reden, auch die Trox, die verstehen die ganz normal, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Wahrscheinlich auch der Hund gleich, der wird voll abdrehen, wenn er auf einmal in seinen Gedanken das hört. Ach, die können schon Befehle geben. Ja, ich hatte mir zuerst sowas überlegt, dass sie auch Befehle geben. Machen sie nicht. Also die werden unabhängig sein von den anderen. Nur es ist eben so, die sind ja nicht einfach so hier. Sondern die Story, der Hintergrund von Psychic Husks im Regelbuch ist so, dass das manchmal ausgestoßene Psioniker sind oder ähnliches. Junge, du hast eine Dreiviertelstunde über zwei Leute gesprochen. Also halt ja, jetzt mal schön hier. Vor allem so. Weichst du voll von der Geschichte ab. Ich Nein! Noch, du musst das den Leuten erklären, nicht. Warum das Gehirn so groß ist, Alter. Du kommst Weil die ganze Punkt. Zeit reden, Junge. Ja, aber das hast du ja nicht kommuniziert. Leute, ich erkläre euch das jetzt hier mal. Hast du das nicht gehört in deinen Gedanken? Ich bin nicht im Radio. Ach so, okay, das also, stimmt. Deren Mind... Mind... Strange, strong, strongness. Also, überhaupt diese Mind Skills, die kommen überhaupt nur deswegen. Das ist eigentlich ein Kreislauf und ein Fluch. Die müssen immer wieder, nochmal, ich wiederhole, immer wieder diesen gleichen Gesprächsablauf. Also, es sind nur ein paar Sätze, immer wieder sich. Frage, Antwort, Spiel, das geht immer im Kreis. Und das geht wohl schon seit Jahrtausenden so. Das sind alles wichtige Fakten. Dadurch Hirnrinde, alles total überreizt, schwillt an, wächst immer weiter. Das ist ja auch ein Training, weil es pausenlos, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, immer wieder. Und immer nur dieser Satz. Dadurch
haben wir eigentlich ja nur diese Kräfte entwickelt, weil das Gehirn so groß geworden ist und so eine Energie halt irgendwie zutage fördern kann. Und deswegen ist ja eigentlich, ist ja ein Fluch, weil denen geht das ja tierisch auf den Sack. Die würden ja gerne aufhören, aber einfach das ist mal so was tief, anderes aber machen, es geht immer nicht. Schlimmer. Ja. Und je älter die werden, desto intensiver wird das auch, weil das Gehirn auch größer wird. Also es wird auch lauter für die sehr wahrscheinlich dazwischen, als wenn die sich immer mehr anschreien, weil das Gehirn immer größer wird. Das wollte ich nur machen. Ja, das war mir gerade einfach zu lapidar so jetzt sagen. Einfach mal so, ja. Dann können wir das ja noch ergänzen, denn die Psi-Fähigkeiten, die sie haben, das sind quasi so einfach, wenn mal was raus muss. So, ne? Also die labern die ganze Zeit und dann einfach, dann geht hier mal ein Blitz weg, da mal ein Blitz. Manchmal schweben irgendwelche Teile durch die Gegend, so halt. Ne? Überlastungsschutz meinst du, bevor das Gehirn zusammenbricht. Ja. Geile Idee. Auf jeden Fall wissen auch alle anderen, hier ist nichts mit Waffen, sondern wenn überhaupt Nahkampf. Und es ist wichtig, denn das kommt so mit in der Aura von denen quasi. Ihr müsst uns schützen, weil die sind nicht so die geilen Typen, aber sie wollen ihre Ruhe hier haben in dieser Stadt und deswegen, der Trockkönig kam da sehr gelegen, weil es ein geiler Checker, der hat auch seine Leute mitgebracht, die beschützen sie quasi. So viel zu meiner Warband, aber wieso die hier in der Stadt sind und warum das so wichtig ist, was die eigentliche Story ist von dieser Mission, das erzählt euch der Typ hier. Bis gleich. Und jetzt kommen wir endlich nach diesem mega langen Monolog meines Bruders zu der Story und zu dem Spielfeld. Wie hieß jetzt nochmal das Spielfeld? Nicht Trox City? Stadt der Trox? Fragezeichen. Stadt der Trox? Fragezeichen. Wir haben hier eine Straße. Die Trox sind gleich verschwunden. Das war jetzt nur für zum Erzählen. Wir haben ja ein halb abgerissenes Lagerhaus mit einem Safe. Keiner weiß, ob der geht oder nicht. Also es steht einfach ein Safe da. Wir haben ja wieder unser Radfood Bistro. Wir haben eine Tankstation, die hier auch schon abgehobt rumsteht. Wir haben hier den Cash Loans. Wir haben hier das Heim von dem Trockkönig. Ein bisschen Wald, einen Parkplatz, ein paar Autos. Wir haben hier die Giftwolke, die wir gleich noch einsetzen werden, weil wir nicht wissen, wo sie gleich spawnen. Das müssen wir noch auswürfeln. Wir haben hier eine Schallstation und wir haben hier neu dabei unsere Richtfunkantenne, Mast, keine Ahnung. Irgendwas aus längst vergangenen Zeiten für die Kommunikation. Und einen Toten. Der hat aber nichts damit zu tun, sondern der ist einfach nur tot. Das ist das Spielfeld. Story ist folgende. Wie ihr wisst, ist ja Bernd mit seiner Banditenbande. Mit seiner Banditenbande. Bernds Banditenbande, warst du richtig? Bernds Banditenbande. Bernds Banditenbande ist unterwegs. Hat im in etlicher Entfernung Tagesmärsche, Gewaltmärsche hat er irgendwie vernommen bekommen. In einer dunklen Ecke einer Spelunke hat ein besoffener Gold-Scrap-Schürfer vor sich her im Rausch gebrobbelt. Irgendwas von einer Dunlupillu-Matratze. Die letzte. Und er hat dann auch schon mal bei einem längst verfallenen Store, hier so einem dänischen Matratzenladen, so einen Katalog gefunden. Und da war die angepriesen auf der letzten Seite als die teuerste und beste Matratze der Welt. Und das hat er seiner Mutter gezeigt, Bertram. Nee, wie hieß sie? Bertram, ne? Nicht Bernhard. Nee, er ist Bertram. Und es ist ja eigentlich, wie wir jetzt wissen, seine Mutter. Und sie sofort, Bernd, ich brauche diese Matratze. Ich will diese verschissene Matratze haben. Ich habe so Rückenschmerzen. Und für die Mutti sofort, okay, ich trommel alle zusammen. Und dann sind die los.
hat sich voll irgendwie alles, was er hat, zusammengekratzt. Getrocknete Bohnen mit Fleisch hier, wie man das kennt. Und dann sind die hier los und hat die alle angeheuert auf diesem Weg nach, zu dieser Matratze. So, dann sind sie endlich an diesen Ort angekommen, wo es sein soll. Sie haben sich überall durchgeprügelt und irgendwas, weil sie nur gehört haben, er hat doch irgendwas gelabert vom Cashloan. Und das ist die Region, wo dieser Laden ist. So, und dann hat er aber noch einen Zettel gefunden bei diesem Mann, weil den hat er natürlich verprügelt, nachdem er ihm so ein Whisky gegeben hat. Und dann ist da ein Zettel rausgefunden und da stand dann noch so eine Karte mit Cashloans und da soll es halt irgendwie diese Matratze gehen. Aber man kommt da natürlich nicht so einfach dran. Man muss natürlich wieder erst was aktivieren. Weil die ist in einem sowas von gesaved, super safe, weil es die letzte Matratze ist, dass man erstmal das Schloss knacken muss. So, das Schloss wird... Vierstelliges Zahlen. So, wo man so... Wisst ihr, wie am Fahrrad, ne? So mit einstellen. Ich dachte, das ist das hoch krasseste. Ja, ist es ja auch. Also es ist auch meterdicke Wände, aber vorne sind vier so Dinger dran. Da musst du es ist einfach nur so ein Fahrradschloss, was die fette Tür da... Nochmal zuhält. Ja, genau. Ja. Geil. Ja, auf jeden Fall den Code, den findet man aber nur in einem hochtechnologischen Gerät, nämlich, wie ihr sicherlich erraten könnt, wieder in einem Computer. Das heißt, man muss hier wieder mit Intelligenz und Technologie zurechtkommen, um sich diesen Code zu besorgen. Was hier aber nicht geht, weil unsere Herrschaften keine Funkgeräte haben oder sowas, dass man sich hier aufteilt, so von wegen, okay. Die einen gehen schon mal dahin, machen das alles klar, die anderen machen hier den Code klar und in dem Moment, wo er den Code hat, kann er da hinten in den Safe, nein, nein. Der den Code hat, der muss bis auf 3 Zoll oder 6, man könnte ja rufen, aber muss auf jeden Fall in der Nähe zu dem sein, der entweder macht das selber auf oder er gibt den Code dann weiter an denjenigen, der dann die Tür aufmacht. Sonst geht das hier nicht. Da könnten wir auch geil direkt noch einen einbauen. Derjenige, der das Ding gehackt hat und den Code weiß, könnte auch eine Aktion verwenden, um ihn weiterzusagen. Das heißt, weil wenn er sonst gekillt wird und keiner weiß den Code, wäre er scheiße. Oh ja. Das heißt, also nach dem Hacken, sobald man erfolgreich gehackt hat und den Code weiß, kann man immer in der Runde eine Aktion verwenden, um einem anderen Verbündeten in 6 Zoll den Code zuzurufen. Ja, das ist sehr geil. Ja genau, um die Chancen zu erhöhen, dass der Code durchkommt. Auch ankommt, ja, richtig. Aber das geht nicht, wenn alle da vor ihm stehen und er ruft es da in die Menge. Er muss es jedem einzeln, weil ja natürlich, weil das die so geheim das ist. Ja, nicht. Ja, und das ist auch hochkompliziert. Ja, also. Der muss das so, am Ohr muss er das, nein, das muss Base to Base. Okay, geil. Das ist noch viel besser, weil es geheim ist. Ja, natürlich. So. So und, ist die. Ne? Und dann sagt er, ich will auch. Und dann muss er auch wieder erstmal ankommen und ja, bist du. Ja, genau. Und, ja. Und dann so, ja, du jetzt aber noch nicht erstmal der andere. Und dann ist da Riesenpalaver hier, warum ich nicht, so wie beim Hallenheimer hier oder wie hieß er, Brennball, immer wenn du der Letzte bist und so. Wer wäre denn der Letzte hier? Ich glaube, der Letzte, der den Code erfährt. Ich weiß wer. Wer? Ja, Schack alleine, weil er schon so lange braucht, um da erstmal hinzukommen. Oh, genau. Und dann immer so, ey, Schack, willst du jetzt auch den Code? Und er so, und dann, ja, komm mal her. Und dann, und dann in dem Moment, wo der da ist, dreht er sich um, dann geht er einfach wieder weg. Ja. Und dann dreht er irgendwann natürlich wieder durch. Ja, also wir wollen jetzt zocken. Fangen wir mal an. Der Deli hat hier noch eine Idee, wie und wo wir anfangen. Wie machen wir das? Weil hier anfangen wäre natürlich also, blöd. Wie ihr gehört habt, in Cash and Loans ist der Safe. Der Trockkönig residiert hier. Denn die Story ist so, er ist auch mal, als er hier in diese Region gekommen ist, ist er hier in mal zur Region. Geil. Diese Region. Nicht nur ich bin der Spasti, auch der Spasti. Ist er hier hin zu dem Gebäude, das war nämlich total safe vorher, alles zu und so, hat einfach mal die Tür eingetreten und dann gab es etwas, was er sah, weswegen er sofort wieder zurückgegangen ist und dann hat er sich hier sein Reich eingerichtet. Viele von euch wissen oder kennen es, was er gesehen hat, aber was ist das? Das erfahrt ihr später im Spiel. Also er ist dann raus und seitdem wohnt er hier. Und deswegen wird es auch so sein, in dem Moment, weil es ist sein Land hier, in dem Moment, wo eure Warband die Platte betritt, an welchem Ort auch immer, ich würde sagen, entweder da oder tatsächlich da, dass ihr erstmal relativ schnell beim Hacken seid, weil diese Scheiße mit dem Weitersagen wird dauern. In dem Moment, wo ihr die Platte betretet, spawnt er. Ansonsten spawnen bei mir immer am Ende eurer Runde
Trox. Das wird dann ausgewürfelt, ob und wie viele und so. Und Al und Falfa spawnen in dem Moment, wo die Kommandokonsole gehackt, also wo der Computer gehackt ist, weil die das irgendwie mitkriegen. Klar, weil das geht hier über die Satellitenschüssel ein Signal aus, was diese Gehirne natürlich wieder als Frequenz sofort auffangen können. Ja, ganz genau. Und und in dem Moment spawnen die, wo genau, müssen wir noch gucken. Und sie werden nicht unbedingt direkt angreifen, weil sie nicht so die Kämpfer sind, aber sie haben ja eine gewisse Aura, die sie mit sich rumschleppen. Ich hatte mir gerade mal überlegt, welche Reichweite gut wäre, und ich finde als Reichweite gut, weil es soll nicht zu krass sein, eine 12 Zoll Aura. Also die Pistolenreichweite, so von normalen Pistolen, 12 Zoll um das Base von einem von den beiden rum. Ein Lebenszug, ne? Jemand, der innerhalb dieser Zone ist, bekommt einfach nur, jemand, der innerhalb der Zone ist, sofern einer da drin ist, bekommt minus einen Abzug auf seinen Metal-Wert, weil das halt schwierig ist, sich zu konzentrieren. Wenn er beide in der Zone hat, sogar minus zwei. Nee, ich frage, haben die nur einen Lebenspunkt? Die haben nur einen Lebenspunkt jeweils. Die Idee mit der Aura ist geil, jetzt ist die Frage jetzt aber, Bro, ne? Weil die ja als Symbiose funktionieren. Reißt der Kontakt zwischen denen ab? Was ist, wenn ein Bruder von den beiden stirbt? Was ist dann mit dem Gespräch? Genau, weil wer weiß, was dann überhaupt passiert. Dann wird der andere noch mächtiger, sehr wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Das Hirn wächst. Das wächst. Direkt. Der saugt. So. Also er, in dem Moment des Todes, stößt einen Frequenzschrei aus. Was, so wie bei Highlander, diese Energie geht dann in den Kopf rein. Auch so ein Gewitterdings direkt in den Kopf, natürlich, ja klar. Und dann wächst er und wird noch schlimmer. Ja. Zu was er montiert, das wissen wir nicht. Genau, das werden wir gleich mal schauen. Ja, genau. Das ist sehr geil. Trotzdem jetzt die Frage war ja, wo stellen wir auf? Ich würde sagen, wir fangen hier an, oder? Die Straße, ihr kommt über das Straßenstück rein, genau. Und dann habe ich hier den Trockkönig. Dem ist es sehr daran gelegen, dass ihn einfach keiner stört. Also er wird nicht direkt zu euch hinrennen. Er weiß ja auch noch gar nicht, dass ihr jetzt hier deswegen da seid. Also er bleibt erstmal in seinem Bereich und dann gucken wir einfach mal. Wir spawnen deshalb die weiteren Trox. Die spawnen übrigens auch etwas näher an euch dran, weil das ist ja hier eine möglicherweise Trox-Stadt. Das werden wir random machen. Also ich würfel dann aus mit dem W4 auf welcher von den vier Platten. Ja. Und wie das dann auf der Platte ist, sehen wir dann gleich im Spiel. Sehr wahrscheinlich wie bei der Straße des Grauens. Mit Zoll vom Rand. Noch eine Frage hätte ich. Wann greifen die an? Sind die, kannst du jeden Trock, den du spawnst, normal wie einen Charakter steuern oder erst auf 12 Zoll greifen die dann an und vorher sind die random oder sind dann so... Ich würde die gerne als Charaktere steuern. Ich habe auch schon eine Idee dazu. Sage nochmal, ich weiß ja erst, also ich sage euch so viel, es ist möglicherweise die Stadt der Trocks und die wollen gerne ihre Ruhe haben. Aber die sind nicht unbedingt die aggressiven Jäger. Okay. So, die Info gibt's, mehr nicht. Und dementsprechend könnte man sogar ein Gespräch mit denen anfangen. Kannst du ja versuchen, aber es sind Trox, also da ist echt nicht viel. Alles klar, genug gelabert. Fangen wir an? Aufstellen, ja klar. Wir fangen an. Also ihr solltet auch als Erste komplett aufstellen, dann spawnt mein Typ und dann fangt ihr das Spiel an. Dann nimm mal hier die Spackos weg.